Hier präsentieren wir die 5 beste Gärungssägen. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die Säge von Bosch überzeugte vor allem mit vielen Modifikationsalternativen sowie großer Sicherheit sowie handwerklicher Qualität. Mit 1200 Watt Leistung ist es derzeit auch für einige Arbeiten schwach, aber der übliche Betrieb im Freizeitbereich ist ständig möglich und auch vertrauenswürdig Eisen sowie tolle Ergebnisse waren machbar. Der Schmutzsammelbeutel funktionierte gut und der Laserstrahl des Lichts wurde exakt aufgereiht, um wirklich präzise Ergebnisse ohne Untersuchungsschnitt zu erzielen. Mit einem Gewicht von nur 8 Kilo ist die Säge ebenfalls extrem klein und aus diesem Grund besonders ideal für den Rinnengebrauch, da die Menge ebenso angemessen und viel leiser ist als einige der Fertigteile. Der Kurs ist relativ hoch im Gegensatz zu vergleichbaren Versionen, sodass er im Preis-Leistungskontrast etwas allgemein abfällt. Im Allgemeinen ist das Guard-Kit wirklich spezifisch und ausgezeichnet, um sicherzustellen, dass es derzeit für semi-professionelle Nutzung geeignet ist. Nummer 4. Die extrem preiswerte Gärungssäge von ATK befriedigt sich mit ihrem tragbaren Stil sowie ihrem unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie eine einfache Gärungssäge suchen. Mit 1400 Watt hat er genug Leistung für den Großteil der Arbeit sowie die handbetriebene Winkelmodifikation und auch große Veränderung reicht er ebenfalls für viel Arbeit, aber keine Winkelhöhe als 45 Cent machbar. Im Vergleich zu den Sägen in der vergleichbaren Tarifvielfalt, zum Beispiel von Einhell, gibt es kein Werkzeug zur Sicherung der Arbeitsflächen. Oder die KGS210N ist ein starker Großschut sowie eine Gärungssäge, was sich auf jeden Fall lohnt, speziell für Freizeitaktivitäten, da der Preis-Leistungs-Rahmen schwer zu besiegen ist. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob das ATK-Tool das Richtige für Sie ist, kann Ihnen die Einhaltung der Rekapitulation der Staminas und auch Schwachstellen, die sich aus dem Prüfungsprotokoll ergeben, absolut helfen, Ihre Wahl zu treffen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Die Polkros Kut und auch Gärungssäge von Einhell verblüffte vor allem mit seiner einfachen Handhabung sowie großer Sicherheit bei großer Produkthandhabung. Die Säge verbleibt im reduzierten Center Cost AI und liefert somit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer vollen Leistung von 1800 Watt waren ordentliche Ergebnisse in der Prüfung machbar, ebenso wie das Guard-Kit zuverlässig und genau trotz des Produkts funktionierte. Dank der eingebauten Zugfunktion im Hochradrohr konnte sich der Sägekopf sehr effizient bewegen, was ebenfalls exakte Schnitte garantierte und auch das Management erheblich erleichterte. Mit einem Gewicht von 12 Kilogramm sowie den großen flexiblen Füßen vergießt das Werkzeug einen rollanden, ist aber extrem risikofrei und auch sicher. Einhells Schwachpunkt bleibt bei diesem Guard-Kit, genau wie sein erschwinglicheres kleines Geschwisterchen, der Schmutzbeutel, der im Gegensatz zur Konkurrenz und auch die große Veränderung relativ wenig Schmutz aufrechterhält. Mit dem TCSM 2131 erhalten Sie ein hobbykompatibles Guard-Kit mit großer Leistung sowie Motoreffizienz für ein extrem hohes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Werkzeug eignet sich besonders für Neulinge sowie für jede Person, die nur periodisch eine Gärungssäge benötigt, da mit einem Untersuchungsschnitt und auch Nachjustieren, mit diesem Werkzeug ebenfalls extrem spezifische und auch ordentliche Ergebnisse erzielt werden können. Nummer 2. Die Gärung sowie die Schnittsäge von Metabo war eine der teuersten in der Untersuchung und überzeugte mit einer hervorragenden Effizienz und auch extrem tragbarem Layout, das zusätzlich den mobilen Einsatz zum Wind machte, doch unabhängig vom tragbaren Stil hält die Säge 13 Kilogramm für großartig. Dies plant speziell auf das langlebige Gebäude und garantiert mit der winzigen Wirkung auch einen großen Stand sowie eine ergebnissichere Arbeit. Es hat zusätzlich einen Laserbildschirm der Reduktionslinie zu ermöglichen und auch bei der genauen Arbeit zu unterstützen. Die Schnitte waren ebenfalls extrem exakt und auch ordentlich sowie das eingebaute Arbeitslicht mit 3-Wege-LED sorgten für eine optimale Beleuchtung der Arbeitsflächen. Die große Veränderung war extrem einfach und dank der Rasterfaktoren für übliche Winkelmessungen. Es war zusätzlich extrem schnell und genau mit einer Hand. Der Kipp-Akku-Kanal garantierte einen ausgezeichneten Schmutz- sowie Fragmentabhörpreis, um sicherzustellen, dass der Job zusätzlich viel sauberer als viele der Guard-Kits der Rivalen war. Die Tester waren ebenso wie die deutlich ausziehbare Tischerweiterung, die garantierte, dass es trotz des kleinen Stils eine völlig große Auftragsfläche gab.
Im Allgemeinen lieferte der Hersteller tolle Ergebnisse mit einem Motorergebnis von 1500 Watt und war zudem dank der exakt flexiblen Großmodifikation für extrem präzise Arbeit extrem geeignet. Die Tester waren leidenschaftlich in Bezug auf das Werkzeug fast ausnahmslos und auch, wenn sie versuchen, eine vertrauenswürdige Gärungssäge für noch mehr erfordernden Zutun im Do-it-yourself-Feld zu finden, werden sie selten die Fähigkeit haben, dieses Desichen zu verhindern. Die hervorragende Fähigkeit muss tatsächlich deutlich höher bezahlt werden als die Instanz bei Einsteiger Gartgeist mit vergleichbarer Motorleistung. Und die Nummer 1 unserer Liste. Die TCM ist 2112 aus Einhell dominierte als Prüfungsmeister und damit als effektivste Gärungssäge. Die Low-Cost-Gärungssäge war die zweitgünstigste in der Prüfung, hat aber große Handarbeit und arbeitet auch mit 1400 Watt Leistung bei 5000 Änderungen pro Min bei gutem Grad zusammen, was für viele Enthusiasten ausreicht. Der eingebaute Kippsammelbeutel funktioniert recht zuverlässig und sorgte auch innen für ordentlichen Job, auch wenn extra teure Varianten deutlich mehr Schmutz anhäuften, als es bei der sparsamen Einhell der Fall war. Generell glänzte die Säge mit einem hervorragenden Preis-Leistungsrahmen und bestand ebenfalls die Dauerprüfung ohne Probleme. Für begeisterte Freizeitspottler ist das Gartgut daher ohne Einschränkungen beraten, und sie werden absolut nicht nach oben rutschen, wenn sie den TCMS 2112 erhalten. Die Tabelle sowie die Struktur der 7 Kilo Säge schufen ein starkes, aber stetiges Bauen und Bauen, das eine risikofreie Arbeit ermöglichte. Auch die extrem einfache, große Modifikation mit der Nachjustingschraube sowie der Mutter, die so genau umgestaltet wurde, dass sie für den Wohnjob ausreichend und perfekt funktionierte. Die Säge ist ebenfalls wirklich laut im Gegensatz zu den viel teureren Desigens, die einige Tester beunruhigten, vor allem, wenn sie im Inneren funktionierten. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.